Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skyline. Hier ist wieder euer Punky. Wir befinden uns immer noch in Vanilla Bay und haben in der letzten Folge mit dem Strom hantiert. Das heißt, wir haben unser Budget jetzt auf 50% eingestellt und sehen immer noch, wir haben eine Überproduktion. Unsere Stadt fühlt sich wohl, auch wenn sie nur noch von einem einzigen Kraftwerk abhängig ist. Das heißt, bei einem bei einem Tornado, bei einem Erdrutsch, bei einem Tsunami oder was auch immer, könnte es zappenduster werden. Wir haben zumindest die Möglichkeit, die Kraftwerke wieder einzuschalten. Daher die nächste Frage. Wollen wir die Kraftwerke, die wir jetzt alle abgeschaltet haben, abreißen? Oder lassen wir sie vor Ort? Hierzu bitte ich euch wieder mal um eure Meinung, um euer Kommentar. Nutzt dazu ganz einfach die Kommentarfunktion unter diesem Video. Und nun freue ich mich, dass du eingeschaltet hast und ich präsentiere dir ungeschminkte Unterhaltung. Auf geht's! So, wo waren wir denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Was wollen wir denn demnächst machen? Ich würde sagen, wir schauen mal, was hier eigentlich los ist. Auf dem Friedhof ist kein Platz mehr. Den werden wir mal kurz entleeren. Und was ist hier los? Auf der Arbeit. Da wird rumgemeckert. Nicht genügend Arbeiter. Das heißt, es wird wieder mal Zeit für ein bisschen Wohnbebauung. Und da bietet sich doch eigentlich hier hinten die Gegend ganz nett an. So, okay, mal überlegen, wie wir das jetzt alles hier planen. Ich würde ganz gerne auch hier das Viertel vergrößern. Wasser ist jetzt ja hier kein Thema mehr. Die Pumpen können wir, glaube ich, sogar abschalten. Ja, wobei, hier ist immer noch so ein bisschen Wasser. Kriegen wir hier hinten irgendwie was hin? Ja, doch, müsste man eigentlich. Das ist ja hier so eine kleine Rampe. Also könnte man hier mit so einem Berg nochmal so runter ins Tal fahren. So könnte ich mir das vorstellen. Gut, machen wir Folgendes. Wir haben immer noch das gleiche Problem, dass er uns immer hier wieder so komische Sachen macht. Das ist echt ärgerlich. So, wir bauen hier aber erstmal eine Rampe, die darf schön groß sein. Mittlere Pinselstärke und so. Jetzt kommt man hier nämlich auch wunderbar runter. Dann werden wir hier natürlich ein Upgrade vornehmen. Hier kommt neue Straße hin. So. Wollen wir mal nicht so sein. Und hier geht es dann praktisch nach unten mit einer kleinen Baumallee. So. Jetzt würde ich es ganz gerne mal folgendermaßen machen. Wir können doch das eigentlich uns schon so ungefähr vorstellen. Hier eine vierspurige Straße. Wobei, hier soll ja eigentlich nur Bewohnung hin, ne? Dann brauchen wir eigentlich keine vierspurige Straße. Ne. Gut, dann streich das. Dann machen wir es wie folgt. Vielleicht. Und dann könnte man hier noch ein bisschen was anschließen. Hier nochmal raus. Ja, ich habe jetzt die falschen Straßen drin. Also ich hätte jetzt die Bäume eigentlich rausnehmen wollen. Dann machen wir das gleich im Anschluss. Oder machen wir es jetzt schnell. Hier wird es dann wieder normal. Also
einfach die linke Maustaste gedrückt halten und dann kann man hier wunderbar das Ganze runterziehen. So, perfekt, dann haben wir das auch erledigt. So, was, wie jetzt weiter? Dann könnte man hier nochmal eine Straße rausziehen. Nee. Kriegen wir das hier irgendwie? Ja. So, halt, was hat er denn hier gemacht? Das sieht ja erst komisch aus. Ah, dieser Layer hier ist aber auch echt krampfhaft im Moment. Hä? Jetzt ist es wieder weg. Ah, das ist nur jetzt so eingerückt. Ah, okay. Gut, dann hätten wir das, dann hätten wir das, dann haben wir das. Und dann soll es hier praktisch wieder runtergehen. Und dann könnte man hier nochmal mit einer Unterführung vielleicht durch. Versuchen wir das mal, ob wir hier irgendwie runterkommen. So, einmal nach unten. Dann hier eine schöne 90-Grad-Kurve. Dann geht's auch. Jetzt ist die Frage. Jetzt geht's hier eigentlich runter. Jetzt wollte ich hier irgendwie wieder auf die Straße drauf. An den Kreisverkehr dran. Wäre natürlich auch genial. Ich würde sagen, wir bauen es erstmal bis hierhin. Versuchen dann mal hier noch ein bisschen weiter zu kommen. 180 Grad sind noch drin, okay. So, und wenn ich jetzt schaffen würde, wieder nach oben zu kommen. Wow, genial. Sehr schön, dann hätten wir hier nochmal eine schöne Unterführung. Und hier geht es dann praktisch in den Städtebereich wieder rein. Das heißt, hier können wir wieder auf normale Höhe. Komme ich hier drunter durch. Ah, das sieht gut aus. Und so. Mal schauen. Kommen wir denn von der Höhe hier hin? Ah, es ist kritisch, aber ich glaube, das geht noch. Ah ne, das funktioniert. Perfekt. Sehr schön. Gut. Das wäre Schritt 1. Und dann könnte man vielleicht hier noch mit einer kleinen Rampe hier hochfahren. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber das heben wir uns auf für später. So, okay. Dann kommt jetzt hier erstmal hin Wohnbebauung. In den Randbezirk möchte ich es dicht besiedelt haben. So, hier kommt eventuell noch was hin. Da überlegen wir uns erst noch was. Dann würde ich ganz gerne hier so langsam es mischen und noch nicht alles vollkleistern. So, nein, halt, stopp. Ja, genau, nicht dahin bauen, danke. Ein bisschen Sicherheitsabstand lassen und wir brauchen natürlich Wasser.
So, dann wurde hier nochmal eine Leitung reingelegt und keiner wusste, was damit eigentlich ist. Gut, dann hätten wir das. Und dann kommt hier natürlich auch nochmal eine Leitung rein. Die wir hier komplett verbinden. So, sehr schön. Dann haben wir hier jetzt auch genug Wasser. Die ersten Gebäude entwickeln sich. Sehr schön. Dann kriegen wir vielleicht hier auch nochmal das ein oder andere Geschäft hin. Geschäft würde ich ganz gerne hier so einen Block setzen und dann unseren überdimensionalen Parkplatz dahin bauen. Weil so überdimensional ist der gar nicht. Ja, das sieht man so schlecht im Moment. Ah, danke, jetzt sieht man's. So, dann haben wir hier unseren Parkplatz. Wunderbar. Daneben wird das Häusle gebaut. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier nochmal mit einer Straße um den Parkplatz herum und hier nochmal ein bisschen was füllen. Machen wir das auch mal. Vielleicht kommen wir da ja so diagonal durch. Zack. Nee, geht nicht. Da schüttet er uns das auf. Oh, das ist nervig. Also dieser Layer hier, liebe Entwickler an City Skyline, bitte das nachbessern. Das ist ganz schlimm. Jetzt haben wir hier so eine kleine Welle drin, die ich aber eigentlich charmant finde. Also die können wir sogar drin lassen. Und dann ziehen wir hier nochmal so eine Art Straße durch. Verbinden wir es einmal hier und bevor sie bauen, einmal noch hier durch. Und dann irgendwie vielleicht so noch. Genau. So, dann kommen hier auch noch ein paar Geschäfte hin. So, hier noch ein paar Wohnbebauungen. Und aus die Maus. Sehr schön. Uns fehlt Strom. Das geht so nicht weiter. Den holen wir uns jetzt mal von hier oben. So. Strom ist installiert. Und es kann sich langsam weiterentwickeln. Ist sehr schön. Hier müssen wir mal sehen, dass wir das Gelände vielleicht noch so ein bisschen, ja. Wobei, das geht eigentlich mit diesen kleinen Bergchen hier. Das sieht eigentlich noch ganz hübsch aus. Muss ja nicht alles eben sein und glatt. Die nächste Überlegung wäre vielleicht die Bahn hier, wobei ich finde das eigentlich charmant. Nö, ich finde es eigentlich ganz hübsch. Mit der Bahn hier drunter, das sieht eigentlich ganz cool aus. Gut, okay, also hier können Fahrzeuge langfahren, hier können Fahrzeuge langfahren. Hier würde ich ganz gerne die Straße einmal etwas verbreitern. Das bedeutet also praktisch ab hier und dann machen wir auch mit Bäumchen. Warum nicht? So.
Das sieht doch schon gleich viel hübscher aus. Und dann entwickelt sich das hier wunderbar. Dann sind hier auch bald wieder mehr Arbeiter zugange. Das heißt, hier werden wir bewusst mal auf Schule so ein bisschen verzichten, so dass wir auch unsere Leute nicht überausgebildet haben. Ja, genau, das ist eigentlich ein ganz guter Plan. Schön anorganisch das Ganze, organisch, nicht anorganisch, eieiei. Gefällt mir auch ganz gut. Ich weiß, Raster bauen wäre effizienter, aber ihr wisst ja, dass ich das nicht unbedingt mag. Und vor allem finde ich es auch so richtig hübsch anzusehen, wie wir das Ganze hier bauen. Von der Sache her bin ich eigentlich mit dem Ergebnis zufrieden. Und freue mich dann wieder über eure Kommentare und Meinungen. Und ja, das soll es für jetzt gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer hinterlasst gern einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mögt und nichts verpassen wollt, dann empfehle ich euch, hinterlasst sehr gern ein Abo. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Euer Punky von Punky Let's Zock. Bye, bye.